Jenny Elvers ist ein bisschen tollpatschig. Lukas ist nicht. Lukas, oh Jenny. Gott, hast du allein gesagt, oh mein Gott. Und manchmal kommt es so vor, als würde sie nicht ganz gerade ausreden. Berührend, ja, aber wie du schon. Und Gülcan sägt am Stuhl von Sonja Zietlow. Sonja hat jetzt 16 wunderbare Staffeln. Es ist Zeit, das Zepter abzugeben. Willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer neuen Folge, die Stunde danach von dem Dschungelcamp 2023. Unsere Gäste heute sind unter anderem die wunderschöne Jenny Elvers. Dann ist der große Bruder auch dabei. Bei Jürgen Milski, weil wenn er da ist, passiert. Und ein Gast, den ich tatsächlich nicht erwartet hätte. Gülcan Kamps. Und die Folge startet direkt mal rein mit der morgigen Dschungelprüfung, denn wir sehen ja Gigi, Cosimo und Verena bei dieser legendären Autofahrtprüfung. Ich freue mich total drauf. Ich glaube, das wird so lustig. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Prüfung ist wirklich legendär. Als die damals lief, das war wirklich ein absolutes Dschungel-Highlight. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich bei dieser Prüfung wirklich fast selbst, ja. Wir können also auf jeden Fall sagen, dass Frau Fingererben die Prüfung sehr, sehr lustig fand. Und die kommende Prüfung morgen verspricht auch einiges. Die Dschungelprüfung ist mit Gigi nicht zu schaffen. Die Prüfung wird allein durch Gigi und Cosimo schon der absolute Oberhammer. Aber Claudia ist auch noch mit dabei. Also ich glaube, Claudia ist dabei, um das Ganze zu managen. Was meint ihr? Ich könnte mir auch vorstellen, je nachdem, welche Rolle Claudia bekommt, dass sie nicht ganz so gut dabei ist. Claudia ist so der Rettungsanker. Na, da bin Jürgen. Ich gespannt. Aber die Vorfreude, die ist wirklich bei jedem riesig und ich glaube, das wird morgen ein absolutes Fest. Wir werden morgen beim Dschungelcamp nichts anderes sehen wie diese Prüfung, weil die so unterhaltsam sein wird. Bevor die Prüfung jetzt überhaupt stattgefunden hat, schreiben viele Gigi so ein bisschen ab, weil der ja ein bisschen crazy ist, aber ja, die Jenny Elvers, die traut dem doch ein bisschen was zu. Gigi ist sehr ehrgeizig in so Wettkämpfen. Also der geht immer so. Aber wisst ihr was? Was sagt ihr zur morgigen Prüfung? Denkt ihr, dass die es gut schaffen werden? Und glaubt ihr, dass Gigi und Cosimo vielleicht sogar überraschen? Ich bin sogar ein bisschen optimistisch und glaube, die könnte besser werden, als wir alle denken. Passend zum jetzt folgenden Themawechsel flog plötzlich ein Tweet in die Sendung. Ja. Australische Barbara Salisch. Ja. Ja. Also. Mark Twenty, The Regels sind Regels. Der hatte ja einen kleinen Auftritt bei der Moderation heute. Wie fandet ihr das? Ich fand es sehr lustig und ich finde es irgendwie cool, wenn alte Dschungelleute noch so ein bisschen mit eingebunden werden. Was man natürlich wissen muss, Jenny Elvers hatte tatsächlich mal was mit Mark Twenty. Und da ist natürlich die Frage, was sagst du denn dazu, Jenny? Mit Vollmund spricht er. Sehr schlau, sehr schlau. Und ja, was soll man sagen? Wenn Jenny Elvers sich nicht äußern möchte, dann probiert die Gülcan so ein bisschen ein paar gute Worte einzulegen. Also ich glaube, der Marc, der hat sich wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Jetzt kommen wir zu einer sehr wilden Frage und ich bin wirklich ein bisschen unsicher, warum überhaupt Gülcan darüber ausgefragt wird. Aber die Reaktion von Jenny Elvers ist auch sehr lustig. Hat sich auch zu einem sehr guten und besseren Mann entwickelt. Generell sollte man natürlich nie fremdgehen. Man muss natürlich sagen, Mark Twenty führt auch ein Leben auf der Überholspur. Wahrscheinlich, was so das sexuelle Leben angeht. So dünn, also glaubst du, dass der Mark jetzt wirklich treu ist? Also ich glaube... Gülcan hat hier die Diplomatische probiert. Jenny Elvers, die ist... Also es ist natürlich ein pikantes Thema für Jenny Elvers. Man weiß natürlich nicht, was in der Beziehung vorgefallen ist, aber die kann sich hier ja gar nicht mehr zusammenreißen. Die ist nur am Kichern wie ein kleines Mädchen und isst ihre Gummischlangen. Naja, gut. Ich würde niemals das sagen, dass er Marc untreu war oder treu. Aber du willst es sagen. Dann geht es ein bisschen darum, ob Mark Twenty und Verena wirklich ein schönes Paar sind, weil es wurde ja auch eine Hochzeit angedeutet. Ja. Ich ja. Ja? Ja. Warum? Die passen, ne? Die passen, ja. Ja, und die Frauen sind sich einig. Der Jürgen Milski, der denkt sich gerade auch, naja gut, ich höre mal zu, ist nicht mein Thema, aber die Frauen sind sich einig. Könnte es vielleicht in Australien noch zu einer Überraschung kommen? Also glaubst du wirklich noch, dass es zu einem Heiratsantrag kommt? Ja, in Australien? Ja? Ach so, in Australien, das wiederum weiß ich nicht. Und obwohl Jenny Elvers ein bisschen befangen ist, hat sie trotzdem lobende Worte auch nochmal für Verena und ihre Prüfung. Das hat sie super gemacht.
Also hat sie gut geschluckt. Ja. Aber wir hatten ja heute... Was hast du gesagt? Dann switchen wir das Thema kurz auf die Wertsachen. Es gab ja sehr, sehr viele Regelverstöße und die Wertsachen mussten heute abgegeben werden. Mir kam so vor, als ob denen das gar nicht schwergefallen ist, ihre Wertsachen da oder ihre... Ich muss auch immer ehrlich sagen, dass ich das nicht so hundertprozentig verstehe. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei mir in der Situation wäre, aber du bist seit 2 Wochen in dem Camp. Ich finde dieses starke Vermissen und dann so traurig sein, weil man irgendwie einen Wert Gegenstand abgeben muss, den man ja eigentlich auch jetzt nicht braucht. Immer ein bisschen übertrieben, aber es ist natürlich auch eine Extremsituation. Wofür nimmt denn eigentlich eine Telefonattrappe mit? Das ist eine durchaus gute Frage. Das wird nicht so viel thematisiert, aber ich habe mich das tatsächlich auch schon seit Folge 1 gefragt, warum der Markus eine Telefonattrappe mitnimmt. Das kann ja auch wirklich nur eine verlorene Wette gewesen sein. Und dann geht es kurz um Puppies, der ja der Einzige war, der so eine kleine, schwierige Wahl hatte. Das Bild von seiner Mutter oder die Kuscheltierschlange. Ich vermute mal, er liebt seine Mutter so sehr, dass sich das so wahnsinnig im Gehirn eingebrannt hat, dass er dafür kein Bild mehr braucht. Und ich will jetzt nicht respektlos sein oder so. Ein Bild von der Mutter ist natürlich was sehr, 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 sehr Schönes. Aber so richtig ein Mehrwert, außer dass man mal drauf gucken kann, bringt es ja auch nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich nicht so der Fotomensch bin. Wenn ich an meine Mama denke, dann brauche ich dafür ja kein Foto, dann habe ich das im Kopf. Aber auch da sind natürlich Menschen anders. Ich denke allerdings, dass die Schlange schon das Bessere war, weil er benutzt es ja auch als Kopfkissen. Aber er nimmt es wirklich zum Schlafen, zum Kuscheln. Und wenn er das wirklich zum Schlafen benutzt, ist es halt der praktischere Gegenstand. Und dann ist die Entscheidung natürlich auch relativ logisch und ich denke, die Mutter von Puppies, die würde das auch so verstehen und würde das für ihr Kind bestimmt auch so wollen. Dann switchen wir nochmal das Thema zu dem ganzen Jana-Puppies-Streit. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, es gibt halt immer wieder Ärger beim Essen, so ist es halt nun mal. Ich fand es gut, wie sie dann das private Gespräch gesucht haben und da wurde es ja durchaus emotional. Wenn der Kinderwunsch wirklich da sehr stark ist, genau darum ging es, glaube ich. Ich fand die Szene auch ein bisschen emotional. Ich mag Jana ja nicht so gerne, aber wenn es um den Kinderwunsch geht, das kann ich schon nachfühlen. Und ich wünsche Jana, dass ihr Traum noch in Erfüllung geht. Das erklärt hat und dass sich da geöffnet hat. Ich fand das auch total emotional. Also mir hat das an der Stelle total leid getan. Ich fand auch das Mitgefühl, die Empathie von Puppies wieder sehr, sehr, sehr schön zu sehen. Und ich wünsche beiden das Allerbeste, Jana und natürlich auch Puppies, denn bei dem war ja auch einiges los heute. Ich meine, Puppies ist ja auch umgefallen, weil er einfach zu wenig isst, zu wenig trinkt. Also die Szene, wo Puppies umgefallen ist, ich sag euch ganz ehrlich, das sah wirklich... Ich habe mich auch kurz erschrocken, das sah wirklich nicht schön aus und ich hoffe wirklich, dass bei dem alles gut ist. Es wurde so ein bisschen, ich habe so auch einen Tweet auf Twitter gesehen, dass es kein Statement gab, dass Puppies untersucht wurde. Ich gehe sehr stark davon aus, dass der medizinisch durchgecheckt wurde. Ich hoffe, er trinkt jetzt einfach mal ein bisschen mehr, auch wenn das Trinken im Camp wohl ein bisschen problematisch ist. Es schmeckt wirklich fürchterlich, so rackig ist es in dieser Flasche drin. Und egal, ob es schmeckt oder nicht, man sollte das Trinken wirklich nicht auf die lange Bank schieben. Dann wollten wir eigentlich gerade über Lukas reden, aber die Jenny, die hat einen leicht aufgewühlten Modus und da ist ein bisschen was schiefgegangen. Lukas ist nicht... Lukas! Oh Jenny. Gott, Also Jenny redet sehr viel rein, ist sehr unruhig und zappelig. Ich weiß nicht, ob sie einfach ein bisschen hyperaktiv ist oder ob die 1-2 Bier drin hat. Bei dem ist ganz egal, in welche Dschungelprüfung der reingewählt wird. Der gibt 120%. Ja, aber so viel zu Lukas an der Stelle. Wir reden gleich nochmal über ihn. Prüfung war super. Lukas ist ein super Typ. Ich bin Fan. Was soll ich sagen? Ich mag Lukas sehr gerne. Es kommt dann wieder ein Tweet reingeflogen. Oh. Lukas bezeichnet sich selbst als Thronfolger und Kronprinz vom Dschungelcamp. Nur gut, dass es bei Ibis keine Monarchie ist, sondern eine Demokratie herrscht. Das war der Tweet, der reingeflattert ist. Und ich muss sagen, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ne? Lukas hat natürlich ein bisschen erzählt von seinem Papa und so. Fand ich auch sehr emotional. Ich kann mir da nicht helfen. Ich habe meine Eltern noch. Ich hoffe auch, dass ich die noch 20, 30 Jahre habe. Und wenn Menschen über sowas reden wie der Verlust von den Eltern, dann hittet mich das einfach immer sehr emotional. Und ich wünsche Lukas wirklich das Allerbeste. Und ich hoffe, wenn das wirklich für ihn eine emotionale Sache ist,
dass er da sehr, sehr viel mitnehmen kann und dass er sich seinem Vater sehr, sehr nah fühlt. Und ich persönlich würde Lukas sogar den Sieg gönnen. Es geht dann kurz darum, dass Lukas ja erzählt hat, dass er sich so als Thronfolger sieht. Und Jenny hat da eine Meinung zu. Nee, sowas ist nicht so gut. Das kommt auch nicht so gut an. Nee. Jürgen Milzki, der jetzt auch mal ins Gespräch reinkommt, hat aber eine andere Meinung. Und da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Nee, da bin ich anderer Meinung, weil das jeder Zuschauer nachvollziehen kann. Aber auch Jenny kann natürlich die emotionale Ebene verstehen. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß, was sie danach sagt. Prost. Den Teil finde ich auch so emotional wirklich berührend. Ja, aber wie du schon... Ich weiß wirklich nicht genau, was mit Jenny los ist, ob die sich einen reingetrichtert hat vorher. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Ich sage euch ehrlich, wie es ist. In dieser Folge war Jenny auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Und ich muss auch ihre Strumpfhose da loben. Ich weiß nicht, was momentan mit mir los ist. Ja, ich finde die auch durchaus attraktiv, die Jenny, ne? Auch wenn die schon... vielleicht ein bisschen älter ist. Okay, Google, wie alt ist Jenny Elvers? Jenny Elvers ist 50 Jahre alt. Ja, also schreib mir gerne mal auf Instagram, Jenny. Spaß, ich darf ja auch noch ein bisschen träumen. Ne? Aber Lukas ist natürlich nicht nur emotional und nicht nur der Thronfolger, er ist auch ein Profi durch und durch. Er ist schon sehr erfahren, finde ich. Und er macht das auch tatsächlich wie so ein Profi. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Gülcan hat auch die gleiche Einschätzung von Lukas wie ich. Ich glaube auch, er ist wirklich ein guter Mensch. Also. Ja, ich kann mir auch nicht helfen. Lukas mit seinem Charme und seinem griechischen Lächeln hat auch mich ein bisschen verzaubert. Jenny Elvers ist nicht ganz so auf der Höhe in dem Moment und hat eher andere Ängste. Ich muss aufpassen, sonst schmeiße ich noch mehr um mit meinen Händen. Aber Jenny Elvers ist nicht nur da, um ein bisschen besonders zu sein, sondern sie hat auch ein bisschen Bedenken, was Lukas Cordalis angeht. Aber so seine Favoritenrolle schwindet so ein bisschen, habe ich das Gefühl, was ich auch irgendwie schade finde. Also die Favoritenrolle, die er beim Einzug hatte, die ist schon ein bisschen geschwunden. Allerdings glaube ich, wenn er jetzt in Woche 2 noch mehr Dschungelprüfungen macht, dann kann er wirklich nochmal richtig aufziehen und auch die Krone gewinnen. Aber wer die Krone gewinnt, das sehen wir sowieso erst in einiger Zeit. Viel wichtiger ist, dass morgen ja die erste Rauswahl ist. Schreibt mir gerne jetzt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, welcher Kandidat morgen rausfliegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, das ist ein relativ einfaches Ding. Es wird Markus sein. Alles andere würde mich wirklich unfassbar überraschen. Und an der Stelle würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen auf dem Video. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt, dass ihr den Kanal abonniert. Ich gehe nämlich wirklich stark auf die 1000 Abonnenten zu. Und das ist natürlich schon so ein kleiner Meilenstein. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell erreichbar ist. Aber wenn wir jetzt schon kurz davor sind, würde ich ihn natürlich gerne erreichen. Wir reden jetzt im Anschluss ein bisschen über Claudia, die ja nicht so der ganz gute Teamplayer war. Naja, ich war ja diejenige, die die Sterne geholt hat. Und da muss ich auch sagen, das ist eine Teamprüfung. Da hast du dich nicht in den Vordergrund zu spielen. Finde ich wirklich sehr unsympathisch. Aber generell alles, was Claudia Effenberg macht, finde ich einfach nur absolut unsympathisch des Todes. Ich kann mir da nicht helfen. Jürgen Milzki hat so eine Vermutung, warum Claudia vielleicht so sehr mit den Sternen geprahlt hat. Die so ein bisschen nach Anerkennung sucht. Und das ist halt die Frage, ist es der Fluch des großen Namen? Hat sie vielleicht nicht so die Bestätigung im Leben, dass sie auch wirklich was Gutes leistet? Aber unsympathisch finde ich Claudia halt leider trotzdem. Ist sie wieder reingewählt worden, ne? Ist wieder reingewählt, was auch gut ist, finde ich. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, Claudia hat es wirklich geschafft, Tessa abzulösen und ist jetzt so die unbeliebteste im Camp, würde ich sagen. Auch wenn ich Tessa auch immer noch sehr schlimm finde, aber das hat sich halt ein bisschen abgenutzt über die Tage. Deswegen hoffe ich auch, dass Claudia Effenberg schnell rausfliegt. Ich sage euch das ehrlich, wie es ist. Dann hat sich das Thema wieder gewechselt und zwar so Richtung Tessa und Jana, die ja beide sehr, sehr schmächtig und dünn sind. Und da kommt auch unsere erste und einzige Umfrage heute. Sollte die Gruppe Jana Urkraft und Tessa mehr Essen zuteilen? Und das finde ich eine sehr interessante Umfrage, weil die Argumentation ist, die sind halt so dünn, dass sie ein bisschen mehr Probleme haben, genug Energie für den Tag zu haben. Ich glaube aber, eine Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach. Es würde einfach eine unschöne Unruhe reinbringen, deswegen ist es keine gute Idee. Ich finde auch nicht, dass das die beste Idee wäre, weil du kannst halt den anderen nicht einfach sagen, so, dein Hunger ist weniger wert.
Jürgen Milski hat da auch eine etwas klarere Meinung zu. Jeder weiß mittlerweile, auf was er sich einlässt, wenn man ins Dschungelcamp geht. Genau. Und dann hat man sich darauf vorzubereiten. Und da hat er natürlich schon einen Punkt. Und Jürgen Milski hört auch gar nicht mehr auf zu feuern. Und wenn man damit zu wenig Reserven reingeht, dann ist man selber schuld. Ich finde es wirklich eine schwierige Frage, weil man natürlich auch niemanden hinten runterfallen lassen sollte. Man sagt ja nicht umsonst, ein Team ist immer nur so stark wie sein schwächstes Glied. Es ist für mich eine schwierige Frage. Das ist das härteste TV-Format im deutschen Fernsehen und da kann ich nicht Rücksicht nehmen auf Einzelschicksale. Ja. Wir hatten das Thema, sollten die ihre Bohnen abgeben? Jetzt haben wir das Thema, sollten sie mehr bekommen? Ich würde in beiden Fällen sagen, ja. Ich finde, man hätte teilen sollen und ich finde auch, man sollte denen vielleicht ein bisschen mehr zugestehen. Aber wie gesagt, es ist wirklich schwierig. Und ich finde auch nicht, dass Leute, die da vielleicht dagegen sind, dann zu krasse Egoisten sind, weil jeder kämpft sich da halt auch durch die Dschungeltage. Das ist nun mal so. Dann kommen wir zu einem anderen Thema und zwar sägt Gülcan so ein bisschen am Stuhl von Sonja Zietlow. Das ist auf jeden Fall eine Bewerbung als Moderatorin. Denn Gülcan würde gerne den Dschungel moderieren. Also sie hätte zumindest nichts dagegen und Sonja ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Sonja hat jetzt 16 wunderbare Staffeln. Es ist Zeit, das Zepter abzugeben. Ich kann mir wirklich kein Dschungelcamp ohne Sonja Zietlow vorstellen und ich will das auch eigentlich nicht. Ich liebe unsere Sonja im Dschungel und ich will am besten, dass die das auch noch 20 Jahre macht. Aber Gülcan hat natürlich nicht nur die Möglichkeit, Moderator zu sein, sondern sie kann ja auch als Kandidat in den Dschungel gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, wir können uns das gut vorstellen. Ja, ja, absolut. Ja. Und da kann ich mich nur anschließen. Ich sage euch, wie es ist. Ich hätte durchaus Lust, Gülcan auch mal im Dschungel zu sehen. Wir kommen jetzt zu unserem Außenkorrespondenten, der mal wieder den Stiefpapa von Daniela Katzenberger dabei hat. Und der hat auch klare Worte zu Claudia, die so ein bisschen den Ruhm von Lukas abnehmen wollte. Sie hat es ja aber nur geschafft, neun zu fangen. Also so ruhmreich ist sie jetzt nicht davon gedreht. Und da muss man natürlich sagen, ja, Lukas hat nämlich ein paar mehr Sterne noch freigedreht, aber neun ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Sie hat es wirklich gut gemeistert, aber Lukas natürlich auch, klar. Ja, es war ein dann stellt sich natürlich die Frage, warum wurde Lukas überhaupt in die Prüfung gewählt? Wird er etwa unbeliebt? Also wir haben ja wirklich aufgerufen, die Fans, dass die mal für Lukas aufrufen. Ach, ihr wart das? Ja, wir haben angerufen. Das heißt, die Familie Katzenberger, Klein, Cordalis, die haben tatsächlich aufgerufen, dass die Fans für ihn anrufen sollen. Und tatsächlich hat es sogar geklappt. Und es braucht ja auch für sein Ego, weißt du? Und wenn das der Plan war, dann hat das ja super funktioniert. Denn Lukas konnte sich zeigen, konnte delivern und hat mit Sicherheit auch ein bisschen Ego-Punkte sammeln können. Trotzdem läuft er den Erwartungen des Favoriten ja so ein bisschen hinterher. Und da ist natürlich die Frage, warum? Ich denke mal Langeweile. Langeweile ist seine größte Schwäche. Und das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt solche Leute, die einfach in der Langeweile ein bisschen zugrunde gehen. Da können wir natürlich nur hoffen, dass der Lukas jetzt in Woche 2 auch ein bisschen mehr Action bekommt. Das sollte in der Regel ja auch funktionieren, vor allen Dingen, weil es ja auch immer weniger Leute werden. Und wenn der gar nichts zu tun hat, geht er, glaube ich, ein wie eine Prämie. Dann haben wir zum Ende noch kurz die Frage, was denn Daniela Katzenberger dazu gesagt hat, dass der Lukas so einen dicken Sack hat. Was hat Dani denn gesagt? Die hat sich schepp gelacht. Die hat sich wirklich schepp gelacht. Ja, und was anderes hätte man ja auch jetzt nicht wirklich vermuten können. Warum sollte man da auch nicht drüber lachen? Das war ja auch eine lustige Sache. Und ich finde auch, dass so ein Thema ja überhaupt nichts Schlimmes ist. Man kann sich da auf dem Dschungelklo auch einfach mal selbst vergnügen. Wir sind jetzt wieder zurück im Studio und wir haben wieder einen Tweet, in dem die Selma schreibt: Für mich gibt es nichts Schlimmeres als Menschen, die ihre Partner öffentlich unter Druck setzen. Weil sie auf einen Heiratsantrag warten. Ja. Und an der Stelle bin ich dann ein bisschen raus, muss ich sagen. Also das ist jetzt wieder da. Also die Verena, die macht halt ein bisschen Späßchen und wir kennen das ja, dass man über so ein Thema eh immer so ein bisschen mit Augenzwinkern redet. Und selbst Mark Terenzi war ja sogar in der Dschungelshow und hat darüber einen Witz gemacht. Weil ich fand es sehr lustig, wie er dann über die Brücke weggelaufen ist. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da jetzt irgendwie so ein Ding rauszudrehen, dass das irgendwie schlimm wäre oder so. Wir leben schon in einer Welt, wo Menschen auch empfindlich sind. Es ist okay. Ich finde, die passen gut zusammen. Wir haben aber ja auch die Stöckel in Australien und Julian FM Stöckel hat sich einfach mal die Freundin von Cosimo geschnappt. Da braucht er Nathalie zu, aber du bist doch hier. Was ist denn da los?
Ja, und die Natalie, die hat auf jeden Fall Spaß. Geht aber natürlich ein bisschen darum, dass der Cosimo gesagt hat, dass er im Camp locker warten kann, weil er sich freut, wenn er wieder bei deiner Natalie ist. Er wartet, ist doch voll süß, oder? Ja, ich find's auch ein bisschen süß, aber die Frage ist ja, was wartet denn auf Cosimo, wenn er wieder ins Hotelzimmer kommt? Da muss er aber erstmal duschen gehen, weil ich denke, er wird stinken. Ich stink so eklig, warte ganz kurz. Ja, gut. Wird eine kurze Dusche und dann... Aber ab in der Action, oder? Ja, also wir haben so viel durchgemacht, da kann es echt nur besser werden. Und ja, und das sind doch versöhnliche Worte und das kann man Cosimo und seiner Frau auf jeden Fall auch nur wünschen. Auch wenn ich das Folgende ein bisschen komisch finde. Mir eine schöne Hochzeit ermöglichen möchte, aber ich möchte jetzt auch nicht, dass sein ganzes Geld da ausgibt. Also ich finde ja schön, wenn die heiraten und wenn die Liebe echt und lang ist. Aber jetzt in der Situation davon zu sprechen, dass Cosimo ordentlich Geld in die Hochzeit buttert, finde ich auch ein bisschen weird, aber ja, ist ja okay, ne? Dann sind wir wieder im Studio und da fing es jetzt an, dass so ein bisschen gespielt wird mit so, guckt selber. Ja, was wollt ihr denn von mir? Und mit diesen Dingern in dem Mund sollten dann halt gewisse Dinge vorgelesen werden. Sag mal, picken. Rausgepickt. So altes Schwein. Claudia. Wir reden jetzt auch in der Stunde danach sogar kurz darüber, wer denn morgen rausfliegen wird und das ist Gülcans Meinung. Markus. Ja. Wäre mein Bauchgefühl. Ja, das denke ich auch, Gülcan. Was ist denn deine Argumentation? Sondern weil er sich sehr wenig präsentiert hat. Und auch da würde ich zustimmen. Jenny hat aber noch ein bisschen Verteidigung für ihn. Aber dass er in diesem Cast ein bisschen untergeht. Jürgen Milzki ist tatsächlich anderer Meinung. Ich glaube, Cecilia. Cecilia, nein! Stimmt. Und da muss ich auch widersprechen. Für mich ist Cecilia auch eine Top-5-Kandidatin. Man muss aber natürlich sagen, dass die noch nicht viel zeigen konnte. Und ich hoffe wirklich, dass sie die ersten ein, zwei Runden übersteht, wovon ich aber ausgehe. Und dann hoffe ich, dass sie in den ersten ein, zwei Tagen dann auch mal zu einer Dschungelprüfung geht. Ihre Stunde kam halt noch nicht. Die muss jetzt mal sozusagen wirklich in eine Prüfung gehen. Also und dann kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Ist Camper oder Camperin des Tages? Und wenn ihr dachtet, irgendetwas heute war schon ein bisschen kontrovers, dann setzt euch hin und schnallt euch an. Ich muss sagen, die Claudia war für mich heute doch... Präsent? Was soll das heißen, präsent, Gülcan? Bist du auf den Kopf gefallen? Sie war stark, sie war positiv. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich war mir ja schon bei Jenny Elvers nicht sicher, ob die vielleicht sich einen reingetrötet hat. Aber Gülcan, bist du auch betrunken? Und grundsätzlich fällt sie auch gut und positiv auf. Also wo ist Claudia denn positiv aufgefallen? Das ist die schlimmste Person im Camp. Oh, ich hoffe, Jürgen Milzki kann mich ein bisschen retten. Lukas, was der heute an Sternen besorgt hat mit Claudia zusammen. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen beruhigt. Jetzt haben wir natürlich Claudia gegen Lukas und ich wollte nie meine Hoffnung in Jenny Elvers legen, aber jetzt liege ich auf ihrem Schoß. Und der Zünglein an der Waage. Aber ich kann euch sagen, sie hat sich tatsächlich entschieden. Für. Dann nehme ich jetzt mal den Lukas. So. Ja, komm, der Lukas. Ja. Puh, nochmal Glück gehabt und damit haben wir den Camper des Tages. So. Ja, freuen wir uns zur Rolle drauf. Ja, sind wir auch happy mit. Und, und das war's tatsächlich auch für heute. Morgen haben wir nur zwei Gäste und das sind tatsächlich Philipp Pavlovich und Jasmin Herren kommt morgen. Also über Philipp kann man sich natürlich freuen, das ist ein dufter Typ. Ich will ehrlich zu euch sein, Jasmin Herren kann ich tatsächlich überhaupt gar nicht leiden, aber Jasmin Herren ist vermutlich assi genug, dass wir trotzdem ein bisschen Gesprächsstoff morgen haben werden. Und darauf freue ich mich natürlich. Und das war es dann auch von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unterstützt mich gerne. Wie gesagt, die 1000 Abonnenten sind in Reichweite. Und teilt das Video auch sehr gerne. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch... Ich glaube, ich habe auch von dem Trank genascht, den Jenny Elvers genommen hat. Tschüss.